So, heute wieder unterwegs hier am ehemaligen Dönitz-Bunker. Dies war ja ein riesengroßer Bunker mit 3 oder 4 Etagen. Dieser wurde dann zum Ende des Krieges gesprengt. Und heute sind wir natürlich zu einem weiteren Drehtag hier und ich wünsche euch nun viel Spaß dabei. Hallo, heute greifen wir auch zum allerersten Mal zur Drohnentechnik, um euch sehr imposante Aufnahmen von oben zu zeigen. Wir haben Bilder übereinander gelegt, um herauszufinden, um welchen Regelbau es sich dabei handelt. Es handelt sich um den Regelbau T750. Der Hochbunker Koralle ist der am weitesten im Landesinneren gelegene bisher bekannte T750 Mannschaftsbunker. Das 50 Hektar große Objekt bekam den exotischen Namen Koralle verpasst. Bald beherrschten riesige Funkmasten das gut gesicherte Anwesen. Die Funkerschule war nur zur Tarnung hier. Etwa 25 Kilometer von Berlin entfernt entstand der Führungsbunker des Chefs der U-Boot-Flotte von Karl Dönitz, der von hier seine Angriffe startete. Die früheren Befehlsstände der Marine hatten damals in der Nähe von Wilhelmshaven und später in Frankreich gelegen. Um die Kommandozentrale näher an Berlin zu verlegen, wurde Lanke-Lobetal ausgewählt. Im Herbst 1943 übernahm der U-Boot-Führungsstab das Gelände. Etwa 1500 Wehrmachtsangehörige und Zivilisten waren 1944 hier beschäftigt. Als angeloamerikanische Bomben die Marinegebäude am Berliner Tirpitzufer zerstörten, zog ein Teil des Stabs in die Koralle. Für mich ist das Waldlager Koralle ein sehr mystischer und legendärer Ort, denn viele Mythen bauen sich um diesen Ort auf. Ja, ich kann schon mit voller Stolz sagen, dass ich sehr gerne an diesem Ort bin. Also ihr seht hier echt dicke Spalten. Jeder ist hier so um den 1 Meter tief oder tiefer. Zeigt schon ein enormes Potenzial der Zerstörung. Schauen Sie mal. Wir waren jetzt für Dreharbeiten schon mehrfach an diesem Ort, doch wir haben immer mit Erstaunen neue Erkenntnisse bezogen über dieses Bunkerareal. Wie oft habe ich von dieser Stelle hinabgesehen in die untere Etage und mir gedacht, schade, dass keine Räume mehr vorhanden sind, die man erkunden könnte. Aber ich kann froh sein, dieses einzigartige Videomaterial gemacht zu haben, um es für die Ewigkeit doch auf Film festzuhalten. Denn der Ort verändert sich stetig durch Zerstörung und Naturgewalten. Denn die Natur holt sich alles wieder zurück. Und eines Tages wird hiervon kaum noch etwas übrig sein. Ja, und hier war die zweite Plattform mit einem Flak oben drauf. Reiner Gewissheit wissen wir nicht, ob hier wirklich Flakgeschütze installiert wurden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass hier Hochantennen oder antennenmäßige Aufbauten dementsprechend installiert wurden. Schon gesagt, denn es folgen noch viele weitere Teile aus dem Waldlager Koralle. Wenn euch diese Videos gefallen haben, dann bewertet sie doch bitte mit Daumen hoch. Vielen Dank, euer Porno Kingpin Number One. Check it out. Yeah!